So, erstmal schauen, was die Tante hier zu sagen hat. Tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber ich bin immer noch nicht von dir überzeugt. Bei dieser Prüfung lasse ich dir nicht den Hauch einer Chance. Nur du, nur dass du es weißt. Ah ja. Servus. Nachdem ich die Fleckmon-Prüfung nicht bestanden habe, bleibe ich hier und passe auf das Dojo auf. Jawolla. Da ich der Oberversager bin, bleibe ich hier. Okay. So, okay. Ich bin das Attackenass. Unter den strengen Anweisungen des Meisters habe ich mich Tag und Nacht dem Studium der Pokémon-Attacken hingegeben. Mit viel Zeit und Geduld ist es mir gelungen, diverse Pokémon-Attacken zu entwickeln. Gegen ein kleines Zeichen des Respekts könnte ich mich dazu bereit erklären, sie auch an deinen Pokémon beizubringen. Soll ich einen deiner Pokémon gegen 5 Brocken Rüstungserz eine Attacke beibringen? Ja, klar. Welche Attacke soll ich in deinem Pokémon beibringen? Alter, was ist das? Eisenwalze. Also Stärke. Ja, noch hauen wir sie nicht raus, Leute. Jetzt haben wir, dieser Ort ist für Schüler des Masters quasi heilig. Wird halt nur, wer in der Absicht kommt, dort Kämpfe auszutragen. Okay. Entschuldigung. War keine Absicht. Anna ist schon wieder am Zocken. Erstmal heilen. Und los geht's. Warte kurz, Yuga. Was will der Chief? Ich, Dumbatz, hab ganz vergessen, dass du dich auf der Rüstungsinsel ja noch gar nicht auskennst. Daher weißt du sicher nicht so recht, wo du mit der Suche beginnen sollst. Doch, ich habe da vorhin einen Wald gesehen, da würde ich jetzt mal hingehen. Komm, ich zeig dir einen kleinen Spaziergang mal die Gegend. Okay. Was ein schöner Tag zum Flanieren. Also normalerweise wachsen hier im Fokus fast Unmengen an Dünerpilzen. Aber vor kurzem ist hier eine riesige Gruppe von gierigen Schlaraffel durchgefegt und hat alles leer gefressen. Im Aufwärmtunnel könnten aber noch Dünerpilze stehen. Du findest ihn außerhalb des Forstes. Auf der Fleißebene. Man verläuft sich leicht in diesem Wirrwarr aus Bäumen, also pass gut auf dich auf. Das war viel Spaß bei deiner Pilzsuche. Schön mit Ö. Alles klar. Fokusfrost. Frost, Forst natürlich. Aber ich denn? Oha, was ist das? Ach, den kenne ich schon, den habe ich glaube ich schon. Quartermark. Ja, den habe ich schon. Tschüss. Alter hat gesessen. So, Bärenbaum. Gleich nochmal. Damit bin ich zufrieden. Jawohl. Also die zum, ich finde einfach keine Dünerpilze im Fokusfrost. Frostforst. Ob sie wohl auch woanders wachsen? Ja, aber hallo. Servus. Ich wollte zur Fleißebene, das war wohl der falsche Ausgang. So, wir schauen jetzt mal, ob wir diesen komischen Pilz da gefangen kriegen. Hutsasa. Das könnte diesmal ganz gut werden. Oh oh. Schnell, bevor der Solarstrahl raushaut.
Sasha wurde gefangen. Mewtwo Level 90. Für Hutsasa wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Hutsasa versprüht Giftsporen. Wäscht man diese nicht sofort ab, wachsen dort, wo sie gelandet sind, Pilze. Hey, was ist das da oben? Das wird Batman-Pokémon. Komm runter! Also ich glaube, das fliegt nur von Baum zu Baum. Kümmern wir uns später drum. Ah ja. Kornwundersaat. Den Typ habe ich auch schon. Krebskorps! Nee, das ist sogar Krebertuck. Krebotuck. Aber den habe ich schon. Ja, wollte gerade sagen. Ah ja. Das wird ihn nicht retten, mein Bruder. Jawohl. Also, es war ja vorher zu lesen irgendwie, dass die Pokémon-Levels angeglichen werden. Also zumindest bisher ist das noch nicht der Fall. Da ist, glaube ich, der Maximallevel 60 im Moment. Aber kann ja noch werden. Galanusszweig. Ein Zweig eines Baumes namens Galanus, der im Zeilen der Gala-Region wächst. Er dient als Material zur Herstellung von Schmuck für ein bestimmtes Pokémon. Ah ja. Naja, auf den habe ich jetzt nicht nochmal so Bock, aber was ich mal machen möchte ist... Den habe ich auch schon. What's this? Aber warte mal ganz kurz. Ich will da ehrlich gesagt Mewtwo für nehmen. Nein, nicht Mitspieler suchen, Bruder! Ach, weißt du was? Wir spielen doch mit Mitspielern. Und los geht's! Sag ich doch, Enteron. Beruhig dich, Bruder. Aber Mewtwo hat keine oder? Doch? Dynakinese, Bruder. Bin mal gespannt, wie Mewtwo ausschaut. Als Dynaform. Geil. Okay, dürfen wir auch noch mal oder wie sieht's aus, Bruder? Ja genau, ihr haut ihm schön das Schild weg und ich hau ihn dann richtig weg. Boah, der Ander macht Konter, der Versager.
Okay, es ging immerhin durch. Komm, hau den weg jetzt. Der andere macht Konter, ist so ein Versager. Feierabend ist jetzt. Das sollte eigentlich reichen. Jawohl. Kann man da eigentlich einen anderen Pokéball nehmen? Oder, also, kann der zum Beispiel mit einem normalen Pokéball da wieder raushupfen? Eigentlich ja nicht, oder? Also habe ich zumindest noch nie erlebt, dass einer aus einem Dünner-Pokéball rauskupft ist. Scheinbar geht's nicht. Kann aber durchaus sein, dass ich den auch schon hatte. Naja, gab's auch noch ein bisschen was. Ein bisschen Rüstungserz. Surfer, Hydropumpe, also... Oh. Ah ne, hatte ich noch nicht. Dieses Pokémon lebt in sandfließenden Flüssen. Mit seinen langen Gliedmaßen schwimmt es voller Eleganz durchs Wasser. Okay. Hat ganz gut Spaß gemacht. Und das war das für ein Sound. Boah, was ist das? Serapendra. Sagt mir gar nichts. Aber ja, ist halt wieder Mewtwo am Start, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Aber ich will mich jetzt nicht aufregen, dass Mewtwo zu stark ist. Ich bin heilfroh, dass er so ist, wie er ist. Muss man halt dann einfach mal anderes Pokémon vorher nehmen. In Vorbereitung. Klingling. Riesenpilz. Wechselhülle, was auch immer das ist. Pikachu? Jawohl. Schon wieder so ein Galanus-Zweig. Leisebene. Oh, Sichlor. Komm runter. Halt halt an, du Feigling! Jetzt, komm jetzt! Juhu! Ich hab keine Ahnung, Leute, was... Ich hoffe, ich kill den jetzt nicht. Ah, nee, sieht gut aus. Sword Dance! Sieht gut aus, sieht gut aus. Jetzt nur noch fangen und dann passt die Sache. Ja, mit einem normalen Pokéball wird das wohl nichts werden, Bruder. Nehme ich mit. So, für Sickler wurde ein Eintrag im Pokédex hinterlegt. Mit jedem Kampf werden seine Sickeln schärfer. Es kann selbst einen massiven Baustein mit nur einem Schnitt zerteilen. Ah ja. Das ist aber ein Tauros. Da sind schon ein paar da, die ich noch nicht hatte.
Also das Feuer-Odem ist gut zum Fangen, finde ich. Aber ich traue mich schon fast nicht mehr. Bruder, entspann dich. Entspann dich. Aber ich traue mich schon fast kein mehr machen. Mach mal Feuerwirbel. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Ja, könnte knapp werden. Er ist wahrscheinlich down. Jawohl, 79 für Glurak. So, erstmal heilen die Kollegen. Läuft. Weiß ein bisschen Verschwendung, aber. Ja, was ist das? Yorklef. Ich habe keine Ahnung, Leute. Oh, geil. Bleib jetzt aber cool. Und raus damit. Jawohl. So, für Yorklef wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es ist zwar tapfer, aber auch vorsichtig. Mit dem weichen Fell, das sein Gesicht bedeckt, nimmt Yorklef Informationen über seine Umgebung auf. Ah ja. Ach komm. Bleib stehen, Bruder! So, wir machen es jetzt diesmal so. War so klar. Alter. So. Tauros hätte ich schon gerne. Holy shit, man. Was? Du Schmutz! Ich dachte echt, ich krieg's. Nee, will noch nicht rein. Bye bye, Glurak. Wen nehmen wir denn da mal? Es ist doch anständig. Rein jetzt da. Alles klar, jetzt kriegst du noch mal eine. Okay, wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, hat Glurak zwar das Leben gekostet, aber wir haben einen Taurus. Sehr schön. Peitsche seinen Körper mit einem Schweifen aus, ist Vorsicht geboten. Denn es steht kurz davor, mit Karacho auf sein Ziel loszustürmen. Okay. So, das passt wieder. Ich glaube, das... Alter, der Sound.
Ich glaube, das Viech habe ich aber schon. Miltank. Nee. Habe ich nicht. Na, dann holen wir es uns. So, hoffen wir mal, dass er jetzt keinen Volltreffer raushaut. Sehr gut. Ist egal. Ich hau dir jetzt 10 Pokéball um die Ohren. Sehr schön. Miltank auch gefangen. Sehr schön. So, so ist ja nochmal so eine Möglichkeit für Dynamax Fight gewesen. Ah, was haben wir hier denn? Gedankengut. TP 49. Erhöht Spezialangriff und Spezialverteidigung durch Konzentration. Ah ja. Alter, was war das gerade für ein Sound? Ah, das war Bara Akifa. Den habe ich aber. Ja, das ist ja Wasser-Pokémon, ey. Muss ich ein bisschen low machen mit dem Glurak. Ah ja, das. Das hat wehgetan. Aber wie gesagt, den brauchen wir nicht fangen, haben wir schon. Passt erstmal so. Nochmal Sichlor, Taurus, Kingler, Stardu, Sterndu. Kingler, sag mal. Sterndu, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Sterndu hab. Wir werden es gleich erleben. Nö. Dachte ich mir nämlich. Also die Animationen, das muss ich schon wirklich mal sagen, die sind schon nicht so schlecht von dem Game. Also die gefallen mir gut. Rein jetzt da. Okay, easy money. So, und weiter geht's, Freunde. Weiter geht's. Hyperball. Knolle. Eine einmalig einsetzbare Knolle erhöht den Spezialangriff des Trägers, wenn ihn eine Wasserattacke trifft. Hinziehe! Wir probieren mal Feuerwirbel, Leute. Das ist leider sein Tod.
Flasche Kuhmilch. Was ist das für ein fette Wachtel? Ein Bissbark. Was ist das denn? Wir probieren mal unser Glück. Das macht sich gut. Ach ja. Jawohl. Turtok 78. Kengama? Kangama, Entschuldigung. Probier's jetzt auch da nochmal mit Feuerodem. Dürfte ganz gut gehen. Einmal geht noch, oder? Jawohl. Auch noch paralysierte Kollegen. And now we go. Instant rausgejumpt. Ach, Leute. Sehr schön. Obwohl es ein junges im Beutel trägt, bewegt sich dieses Pokémon äußerst leichtfüßig. Gegner streckt Kangama mit blitzschnellen Schlägen ab. So. Passt. Ist wieder fit, der Freund. Kengama ist auch noch dabei rausgesprungen. Hey, yo, servus. Wird sich nur ganz selten mal ein Trainer. Kaiseris Mr. Buddle. Hast du schon mal von den Buddle-Brüdern gehört? Das sind meine Söhne. Du hast nicht so viel Rüstungseis dabei, oder? Du weißt schon, dieses seltene Gestein, für das die Rüstungsinsel bekannt ist. Wenn du mir ein paar Brocken davon bringst, buddle ich dir mit meinen starken Armen im Nu jede Menge Watt aus. Bestimmt kein Zufall, dass wir uns hier getroffen haben. Weißt du was? Weil uns das beginnt, kann ich dir auf Kosten des Hauses ein paar Watt ausbuddeln. Ja, klar, Alter. Dann lege ich gleich mal los. Soll ich weitergraben? Ja, Alter. Das passt. 3000 ist doch... So, das wird addiert. Das ist ja Baba. Ist das Sandan oder was? Ey, wie sie fast alle alten Pokémons da reingehauen, dann finde ich schon nice. Ja, der war dann jetzt mal mit einem Hit weg. Probieren wir es nochmal. Probieren mal Feuerwirbel, aber ich habe keine Ahnung, Leute, wie viel das abzieht. So. Also, Sandan und Glurak, das funktioniert nicht so gut. Da hinten ist so ein Dünerpilz, glaube ich. Halt, stopp! Okay, willst du drum kämpfen, oder was?
Warte, was? Die wachsen von allein in solchen Dreiergrüppchen? Das wird ja leichter als gedacht. Ich hab sie zuerst gesehen, ich schwör's. Wenn du gerade gute Manieren hast, überlässt du sie mir. Immerhin bin ich schon länger im Dojo als du. Niemals. Menno, hätte ich mir ja denken können, dass du so reagierst. Weißt du was? Du nervst. Du tauchst dir aus dem Nichts auf, jung und selbstbewusst, als ob dir hier alles gehören würde. Weil du denkst, du könntest mir hier ungestraft die Suppe versalzen, hast du dich getäuscht. Wollte ich auf eine giftige Abreibung. Oh, Alter, will die Oma jetzt nochmal einen Arsch... Bring it! Ich werde das jetzt mal... Jetzt stellen wir für einen für alle mal klar, dass ich die Stärkere von uns beiden bin. Also, Mädel, wenn du... Wenn du... Die Truppe, die ich da am Start habe, alle machst an Pokémon, dann hast du es verdient. Aber hier, schau dir den Schmutz an. Ach, das war doch bloß Glück. Das schaffst du sicher nicht nochmal. Weg mit der alten. Die XP hat es ja jetzt weggegeben. Setzt als nächstes Smoggern ein. Pokémon wechseln. Aber hallo, it's time for the king. May he be entered. So, Mewtwo ist am Start. Und sie haut mal Smoggern raus. Smoggern gleich mal zeigen, wer der King ist. Ach ja, wie präzise du meine Schwachstellen angreifst. Was bist du, Mensch oder Maschine? Maschine! Pokémon-Trainer Sephora setzt als nächstes Rollum ein. Ne, wir bleiben bei Mewtwo. Die Allzweckwaffe. So. Was auch immer das für ein Ding ist. Mal schauen, was Psychokinese mit dem Ding anstellt. Bye, bye. Was hast du, das ist nicht, ich habe, ach. Menno, warum schaffe ich es einfach nicht, dich zu besiegen? Dabei habe ich mir solche Mühe gegeben. Woran fehlt es mir? Schön, dann behandelt, behalt die Pilze eben. Ich sehe mich einfach nach viel besseren Exemplaren rum. Pö. Was immer Pö heißen soll. 3 Dünerpilze, damit ist doch unsere Ding erledigt. Du verschaffst in der Kampftasche einen Pilz, der über die Eigenschaft verfügt, die Gestalt der von Dynamax-Pokémon zu ändern. Im Kampf hebt er alle Status wie eines Pokémons an. Piep, piep, piep. Hallo Yuga, na, wie kommst du mit der Prüfung voran? Kinderspiel, Bruder. Was? Du hast schon 3 Dünerpilze aufgespürt? Sag bloß. Anscheinend habe ich bereits kontaktiert. Wie es aussieht, bist du wieder mal als zuerst fertig. Ich muss schon sagen, viel besser könnte dein Einstieg ins Training eigentlich nicht laufen. Setz dann schon mal das Suppenwasser auf. Hab einen sicheren Rückweg. Bis gleich. Piep. Piep. Oh, ein Knogger? Hier ist der Dragosso. Ein Knogger. Ich würde mich gerne mal hier nochmal... Ah ja, was haben wir denn hier? Granitstein. What's that? Harnsteine. Ah ja, das kenne ich. Den Move. Ah, wen haben wir denn da? Ein Dick da. 2 Dick da im Aufwärmtunnel. So. Schauen wir, ob wir irgendwas machen können. Mewtwo gegen Dragosso. Das wird wohl eher... Aha, ist wieder Gluak. Lass mal Feuerwirbel probieren, aber ich glaube, das wird ihn wieder one-shotten. Ah, na dann mal. Ja, natürlich musst du jetzt ein Risikotackle raushauen. Ah ja, er lebt noch. Klasse, Dragosso wurde gefangen. Jawohl, und Raichu Level 78.
Er denkt Dragossa an seine verstorbene Mutter, so weint es. Sein Schluchzen hallt dabei in dem Schädel auf seinem Kopf klagend wieder. Da haben wir noch einen Diktator. Müsste ja dann rein theoretisch da drin nur noch eins geben. Und da ist es, dritte. Du hast alle Diktator gefunden, die sich im Aufwärmtunnel versteckt hatten. Sehr schön. Cool. Jetzt sind wir in der Wüste. Eulenhelm. Wird der Träger von einer physischen Attacke getroffen, erleidet der Angreifer ebenfalls Schaden. Ah ja. Wow, was ist das? Eisorb. Ein Item zum Tragen. Dieser bizarre Orb fügt seinem Träger Verbrennungen zu. Ja, ist toll. Ein Sandama. Komm, egal. Wir probieren mal hier Feuerwirbel. Also gegen Sandan hat es nicht so gut funktioniert. Wir machen jetzt einfach mal nichts. Weil das macht jetzt eh ein Schaufler. Ich würde sagen, wir probieren mal unser Glück. Aber jetzt. Jawohl, Glurak Level 80. Je trockener das Gebiet ist, in dem Sandama lebt, desto härter und glatter fühlen sich die Stacheln an seinem Rücken an. Na, der Typ, der sie diese Texte macht, der darf sich auch ständig was aus dem Arsch leiern. Wunschbrocken. Und was haben wir hier? Glattbrocken. Nochmal ein Wunschbrocken. Ah ja. Dick da gefunden. Wie viel gibt's hier? 9 Stück gibt's hier noch, also. Wir fahren jetzt aber. Also Sandan ist schon sehr schwach, ey. Das geht schon echt easy drauf. So, wir fahren zurück zum Dojo, meine Freunde. Lässt man ein Pokémon dieser Minze schnuppern, steigt seine Spezialverteidigung. Bla bla bla. Okay, machen wir nochmal so einen Yorklef alle. Das kriegt's jetzt mal voll ab.
Jawohl, Bisaflor will 78. Weil er jetzt voll die Frame Drops gerade gehabt. Habe ich das gerade richtig gesehen? Was? Bunk. Ein Duftpilz gefunden. So, wir fahren weiter mit dem Fahrrad. Ach. Ach, scheiß drauf. Wir probieren es mal. Vorhin haben wir nämlich mit Mewtwo dem ziemlich auf die Waffel kaut. Sehr effektiv, ne? Machen wir es mal nicht. Okay. Das bringt mir jetzt gerade nicht so viel, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ah, es hat ein bisschen Schaden genommen durch den Rückstoß. Schauen wir mal, ob er drin bleibt. Oh ja, ey, der ist tatsächlich drin geblieben. Ich glaub's ja nicht. Riesenpilz. Servus. Hermit mich, Mrs. Buddle. So, mein Partner, Mr. Buddle, mein Lieblingsschaufel, ist sozusagen mein treuer Bruder. Ohne sie gehe ich gar nicht erst zum Haus. Dem Buddeln ist meine große Leidenschaft, sie durch den Boden zu buddeln, ohne zu wissen, was einen erwartet. Das der reinste Nervenkitzel. Um unsere Wegen auch Gebühren zu würdigen, habe ich nicht übel Lust, dir einen Brocken Rüstungserz zu schenken. Aber warte kurz, bevor du mit diesem Schatz sofort wegrennst. Natürlich kannst du das Erz einfach nehmen und verschwinden. Oder du investierst es und lässt mich dafür nach weiterem Erz buddeln. Okay, das klingt wie Gambling. Das müsste ich in Spielstand speichern, aber wenn du da auf so einer Kette bist, stehe ich zu Diensten. Ja, klar, komm. Buddeln birgt immer ein gewisses Risiko, aber oft sieht man im Leben nur dann das Licht am Ende des Tunnels, wenn man etwas riskiert. Da dran an die Schaufeln. Na dann, mach mal, Oma. Oh nein, ich bin auf einen ziemlich harten Stein gestoßen und meine Schaufel ist... Was für eine Schmutztante! Was? Warte mal kurz. Mein Lieblingsschaufel hat mir gerade zugewählt, dass sie weiter buddeln will. Ist die irgendwie high? Dann wollten wir noch eine Runde an die Schaufel. Ich habe 3 Brocken Rüstungserz ausgebuddelt. Dafür könnte ich dir 4 Brocken Rüstungserz geben. Ah, weiter buddeln. Du bist doch Schmutz, Oma. Also die Tante war mal so instant fail. So, wieder zurück durch den Balsamsumpf. So, und wir sind wieder im Dojo. Ist schon fast dunkel geworden, ey. Und ihr habt alle Ausreden parat, warum ihr verkackt habt? Oh, willkommen zurück, Yoga. Du hast die zweite Prüfung bestanden. Herzlichen Glühstrumpf. Der Typ denkt auch, der ist lustig. Alle anderen Schüler haben den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und sich verirrt. Dadurch hatten sie wohl andere Sorgen, als nach Dünerpilzen zu suchen. Ist zwar schade, aber anscheinend hat außer dir niemand bestanden. Was? Doch jetzt stärken wir uns erstmal, kochen wir aus der Dünerpilzen eine feine Dünersuppe. Finde ich gut. Sehr schön, sie ist perfekt gewürzt.
Jetzt fehlen nur noch die Dünerpilze, die du mitgebracht hast. Schnauf, schnauf, Keuch, Moment mal, wartet noch. Sophora, was ist denn los? Du bist ja völlig außer Atem. Ich habe auch Dünerpilze gefunden. Oh, gut gemacht, Sophora. So viel Einsatz sieht man gern. Dann bist du die zweite Prüfung Nummer 2 bestanden hat. Ich hab's geschafft! Du brauchst doch nicht zu weinen, Sophora. Du hast dich prima geschlagen. Glückwunsch. Meister Inja, ich hätte zum allerersten Mal eine egoistische Bitte. Können wir für die Dünersuppe meine Dünerpilze verwenden? Ich möchte die Früchte meiner harten Arbeit so gerne mit allen teilen. Ach, Sophora, dieser Wunsch ist leicht erfüllt. Auch wenn das keinesfalls deine erste egoistische Bitte war. Voll der Front. Vielen lieben Dank. Tut mir leid, Yuga. Nimm es uns bitte übel, dass wir Sophoras Dünerpilze für die Dünersuppe nehmen. Alter, umso besser kann ich die behalten. Aber Sophora ist so ernst bei der Sache, die Geste scheint ihr sehr viel zu bedeuten. Dafür kannst du deine Dünerpilze nach Belieben verwenden. Okay, ey, finde ich nice. Und keine Sorge, es ändert nichts daran, dass du die Prüfung bestanden hast. Sieh die drei Dünerpilze einfach als Bonus an. So, das Warten hat ein Ende. Ich präsentiere euch die Spezialität des Master Dojos, die Dünersuppe. Ich habe einen Duellkampf. Alter, der Typ. Haut rein. Guten Appetit. Du hast die Dünersuppe im Nu aufgegessen. Ach ja, du weißt ja noch gar nicht richtig Bescheid. Unsere Dünersuppe bewirkt, du spürst, wie aus deinem Inneren Dynamax-Energie aufsteigt. Das hältst du wohl gerne, was? Leider bewirkt sie nichts, wenn Menschen sie essen. Aber bei bestimmten Pokémon entfaltet sie eine besondere Wirkung. Wird sie von solchen Pokémon gegessen, die über das nötige Potenzial verfügen, dann führen sie anstelle der Dynamaximierung die Giga-Dynamaximierung durch, bei der sich auch ihr Aussehen verändert. Aber jetzt wird immer jemand dafür zuständig sein, in der Küche Suppe zu kochen. Wenn du Dünersuppe brauchst, kannst du dir dadurch immer eine zubereiten lassen. Okay. Und lasst es mich mal offiziell hinausposaunen. Prüfung Nummer 2 ist erledigt. Und dafür, danke fürs leckere Essen. Danke für das leckere Essen. So. Jetzt Prüfung Nummer 3 her. Hi Jüger, schau später bitte einmal in meinem Zimmer vorbei.